Hallo, liebe Stabilo-Fans. Herzlich willkommen zum zweiten Stabilo-Livestream. Heute wieder mal in einer Sonderausgabe mit Tanja aus dem Frau Hölle-Studio und natürlich auch mit einer kleinen Weihnachtsausgabe. Wir sind hier aktuell in der Rösttrommel auf dem AEG-Gelände in Nürnberg. Und viele von euch, nahezu alle, egal ob bei dem Mitmachpublikum oder bei euch da draußen, werden Tanja kennen. Glaube ich zumindest. Von Instagram und Co. Egal von ihren tollen Letterings, von ihrem tollen Buch, den Handlettering-Alphabeten. Vielleicht auch von Toto, der sitzt nämlich auch bei uns gerade unten. Und vielleicht jetzt auch von dem neuen Cappelletti. Wird immer mehr. Wird immer mehr. Und natürlich durch ihre Passion zu den Stiften. Herzlich willkommen, Tanja. Da ist Toto auch aufgemacht. Schön. Ja, jetzt ist er da. Ja, herzlich willkommen. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen an alle Anwesenden heute hier live vor Ort. Herzlich willkommen an das ganze Internet da draußen. Die halbe Welt schaut, glaube ich, heute wieder zu, hier beim Live-Lettering mit Stabilo. Diesmal in Nürnberg, meiner Heimatstadt. Ich freue mich also sehr. Wir waren ja schon mal zusammen, allerdings nicht hier, sondern bei euch. Genau. Ja. Heute also in größerer Form mit Live-Publikum und Hund und Co. Also und Cappelletti. Und Cappelletti. Ja, stimmt, das gab es mal noch nicht. Das ihr seht auch. Also, wir legen immer noch mal eine Schippe drauf. Ja, nächstes Mal vielleicht dann im Stadion. Ja, kann man sich ja mal überlegen. Mal schauen. Ne? Heute sind wir erstmal hier gemütlich zusammen. Sabrina hat schon gesagt, es ist ja bald Weihnachten, um genauer zu sein, in 25 Tagen. Das ist noch genug Zeit, damit man ein paar schöne Weihnachtsprojekte kreativ gestalten kann, selbst gestalten kann, mit Hand, Papier und Stift gestalten kann. Genau das haben wir heute alle schon auch gemacht und machen es jetzt noch gemeinsam mit euch, auch live vor laufender Kamera, ein paar weihnachtliche Projekte. Wir haben... Es ist live. Ja. Toto räumt gerade den ganzen Boden leer. Das ist live. Deswegen mögen wir das so gerne. Live bedeutet auch übrigens, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, nicht nur zu Toto, was er hier gerade macht unterm Tisch, natürlich auch zu dem, worum es heute eigentlich geht, nämlich dem Lettering, zu den Stiften auch von Stabilo, mit denen wir heute arbeiten, mit denen ich heute auch arbeite und euch wirklich alles vorführe und präsentiere. Aber auch zur Technik. Alles, was ihr wollt. Handling, alles, was ihr dürft alles fragen. Ob wir alles beantworten, entscheiden dann wir. Aber an sich natürlich, deswegen sind wir so gerne live, dürft ihr alles fragen heute. Was haben wir für Projekte mitgebracht? Einiges. Ne? Wir haben auch viel vor, deswegen wollen wir gar nicht so lange schnacken. Wir wollen heute unter anderem, was wollen wir heute alles belettern? Wir fangen einfach an jetzt dann gleich. Mit den Etiketten? Mit ein paar Papierprojekten, unter anderem so kleinen Geschenketiketten. Die eignen sich ja super für Weihnachten, Weihnachtsgeschenke. In allen möglichen Varianten, aber auch größere Dinge wie zum Beispiel Weihnachtskarten. Klassische Weihnachtskarten kann man viele, viele hässliche Exemplare kaufen oder sie einfach selber schön machen. Das zeige ich euch heute auch, wie das geht. Natürlich, was schenkt man an Weihnachten? Geschenke. Und Geschenke muss man verpacken. Und es gibt genauso viele hässliche Verpackungen und Geschenkpapiere oder auch selbstgemachte schöne Verpackungen, genau. Also wir belettern heute auch nicht nur Karten, sondern auch Geschenkverpackungen. Und dann am Ende, wenn wir schon so ein bisschen eingegroovt und aufgewärmt sind, dann wird es auch noch richtig abgefahren, nämlich mit Weihnachtsbaumkugeln. Wow. Kann man auch selbst belettern. Gibt es auch sehr viele hässliche. Ihr seht, alles, was es Hässliches am Markt gibt, kann man sich einfach schöner selber machen. Und genau das haben wir heute auch vor, gemeinsam mit den Produkten, mit diesen kleinen Projekten, aber eben auch mit den Stiften von Stabilo. Wir arbeiten heute mit dem sogenannten, die große Box, mit dem kreativen Weihnachtsset von Stabilo. Hier ist es mal in aller Gänze ausgebreitet in der Box, das ich zusammen mit Stabilo erstellt habe, extra für die Weihnachtszeit und für eure kreativen Projekte. Insgesamt sind darin 14 Stifte enthalten. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für alle, die die Box noch nicht besitzen. Ihr könnt sie nach diesem Livestream, exakt nach dem Livestream, online wieder bestellen. Wir haben noch 2000 Exemplare für euch irgendwie aus allen Ecken Deutschlands und Europas zusammengesammelt. Weil die Nachfrage so groß war und es echt auch ein super Kombi-Angebot ist, zu einem unschlagbaren Preis, wie ich auch finde. Deswegen bleibt mit dabei. Ungefähr eine Stunde sind wir live. Genau. Bis zur letzten Minute müsst ihr jetzt hier mit den Lippen kleben und an den Fingern. Und dann könnt ihr bestellen. Es lohnt sich auf jeden Fall, so viel kann ich schon verraten. Genau. Und dann würde ich sagen, Start Gesundheit. Ja.
Life is life, life, ne? Life is life, dann einfach genießt werden. Ja, ne? Genau. Ganz wichtig auch, das zeige ich euch jetzt mal auf dem Tisch. Wir haben ja heute auch verschiedene Kameras am Start. Nicht nur die Kamera, die mein wunderschönes, unser wunderschönes Gesicht zeigt, sondern vor allem auch ganz, ganz wichtig die Kamera, die meine Hände zeigt, die noch viel wichtiger sind heute. Und das Blatt Papier und die Stifte und Projekte, um die es heute Abend vor allem geht. Wir arbeiten heute Abend mit verschiedenen Grundlagen, mit den Stiften natürlich, mit den Projekten, aber auch mit den Freebies. Diese Freebies, das sind sowohl die Etiketten als eben auch die Karte, die ihr gerade gesehen habt, die könnt ihr euch, das sagt ja auch der Name, free, frei, gratis runterladen auf der Landingpage von dieser Aktion von Stabilo. Die ist auch verlinkt, mhm. Ist alles auch verlinkt oben in der, wie sagt man, Beschreibung. In der Beschreibungsbox. In der Eventbeschreibung, ja. In der Eventbeschreibung, danke. Genau. Als auch mit diesem Christmas Guide, darin enthalten sind auch noch ein paar mehr Vorlagen von mir. Den könnt ihr euch runterladen in meinem Shop, ist aber auch alles verlinkt. Also wenn ihr irgendwie Fragen zu den Materialien habt, schaut einfach am besten mal in die Eventbeschreibung. Da findet ihr direkte Links zum Anklicken und dann wird euch dort auch weiter geholfen. So viel zur Intro. Haben wir schon irgendwelche Fragen aus dem Online-Publikum? Nein? Gut. Also schade, aber dann machen wir weiter, ne? Solange keiner schreit oder Karten herträgt, machen wir weiter. Gut. Also, wir wollen euch ja nicht überstrapazieren, deswegen haben wir uns überlegt, wir fangen einfach mal mit dem einfachsten Projekt an heute Abend. Und das einfachste Projekt ist die Kugel. Nein! Die Kugel sparen wir uns bis zum Schluss auf, so eine Kugel ist ja auch ein bisschen schwieriger, weil sie schon mal nicht rund ist. Das macht die Sache an sich ja kompliziert, deswegen starten wir mit Dingen, die wirklich glatt sind und auch plan sind und auch flach, nämlich den Etiketten. Und nur um euch mal zu zeigen, was wir jetzt gleich vorhaben, wie gesagt, Etiketten sind immer eine schöne Idee, um Geschenke persönlich zu verzieren und zu gestalten. Falls ihr noch überhaupt nichts mit Handlettering zu tun habt, könnt ihr diese Etiketten, wie gesagt, wirklich easy peasy abhausen von den Freebie-Vorlagen. Aber die sind so, so einfach gehalten, dass wir die auch einfach gemeinsam belettern und vor allem auch bemalen können. Und genau, das machen wir jetzt auch mal. Ihr seid ja wahrscheinlich auch zu Hause alle bestens equipped mit Materialien und Stiften und vielleicht auch Etiketten und Papier. Solche Etiketten kann man sich schon fertig kaufen. Oder auch einfach ausstanzen aus Kraftpapier oder Tonpapier oder dickerem weißen Karton. Was ihr für diese Etiketten heute Abend benötigt von Stabilo, sind zum einen der Stabilo-Sensor. Ein ganz, ganz toller, unkaputtbarer Feinliner von Stabilo. Und dann zum Beispiel noch den Stabilo-Original-Buntstift. In Silber und in Gold, beide sind in der Box enthalten. Natürlich könnt ihr eure Geschenkanhänger auch pink oder grün oder blau verzieren, aber weihnachtlich ist halt klassischerweise Gold und Silber. Und deswegen sind die auch in dem Set enthalten. Deko und Farbe machen wir immer am Ende mit dazu. Am Anfang starten wir immer erstmal mit einer Schüssel Wasser unterm Tisch. Und ein bisschen geschlauer. Und mit den Buchstaben. Ich picke mir jetzt einfach mal diese Mit-Liebe-Karte raus und nehme da auch wirklich diese Kraftpapier-Etikette hier, die ich bei mir liegen habe. Ganz kurz nochmal für alles, was wir heute Abend gemeinsam machen. Wir machen ja Handlettering, also Schönschreiben mit der Hand. Ihr könnt die Stifte von Stabilo für Handlettering halten, wie ihr wollt. Ihr könnt die also so halten, ihr könnt sie so halten, ihr könnt die auch so halten. Die meisten Stifte sind wirklich auch unkaputtbar, gerade der Sensor. Völlig egal, Hauptsache ihr versucht, die vordere Spitze zu benutzen und nicht schräg zu schreiben. Das mögen die Stifte nicht so gern, dann funktionieren sie auch nicht so gut. Also versucht wirklich in einem gewissen Winkel auf eurem Projekt, auf eurem Papier zu arbeiten und zu lettern. Ihr habt ja in dem Set auch einen Bleistift mit dabei, den Stabilo Pencil 160 in dem Fall. Mit dem könnt ihr immer Hilfslinien vorzeichnen, zum Beispiel solche Mittellinien, um einfach mal so ein bisschen euch eure Arbeitsfläche zu strukturieren und ein bisschen visuell einzuteilen. Aber ich würde mal sagen, das ist so einfach, das schaffen wir auch komplett ohne Hilfslinien. Wir arbeiten hier mit der sogenannten Sans-Serif-Schrift, also wirklich eine ganz klassische, einfache Druckbuchstaben-Großbuchstaben-Schrift. Deswegen easy peasy zum Aufwärmen. Und dann starten wir einfach mal hier mit dem Mit und setzen das hier über unser gemaltes Kreuz. Ihr seht, ich habe hier so ein Bleistiftkreuz gemalt. Das malen wir jetzt hier einfach mal ab. Also.
Wichtig ist bei Handlettering, nochmal zum Aufwärmen, wer sich vielleicht noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, dass wir die Buchstaben malen und nicht schreiben. Das heißt, wir malen hier wirklich Linie für Linie und Form für Form. Ihr seht, ich fange mit dem M bei dem linken Strich an. Setzt dann erstmal den rechten Strich zur Begrenzung quasi ein und fügt dann erst in der Mitte diese kleinen Schenkelchen hinzu. Danach kommt das I. Das I kann ich praktischerweise genau in die Mitte auf diesen Mittelstrich mit dem Bleistift setzen. Und danach das T. Versucht bei Lettering und bei Handlettering auch wirklich immer ruhig und sauber zu arbeiten, nicht allzu hektisch zu werden und die Buchstabenformen wirklich auszuschreiben und auszumalen. Jetzt haben wir schon tatsächlich eine Frage aus dem Publikum. Aus dem Online-Publikum. Dein Christmas-Lettering-Guide oder deine Hand-Lettering-Guides, auf welchem Papier sollen die denn das am besten ausdrucken? Sehr gute Frage. Prinzipiell könnt ihr die auf allen Papieren ausdrucken, meine Guides, außer dem Brush-Lettering-Guide. Der benötigt besonders glattes Papier, was ich aber auch sonst immer empfehlen würde. Also wir arbeiten heute hier auch auf glattem Kopierpapier, zum Beispiel von Claire Fontaine. Die haben immer sehr, sehr tolles glattes Papier. Gestrichen. Glatt gestrichen, genau. Ja. Gestrichen ist der Fachbegriff dafür. Also wirklich einfach eine Oberfläche, die frei ist von Strukturen. Um Gottes Willen kein Aquarellpapier, das würde die Stifte nicht töten, aber es würde ihnen nicht so gut tun. Ja. Also wirklich glattes Papier verwenden. Da gleiten die Stifte, auch solche Filzstifte gleiten ganz, ganz einfach auf glattem Papier. Viel besser als auf strukturiertem Papier und dann tut man sich als Anfänger auch viel leichter damit. Genau. Ich hoffe, Annalena, wir konnten deine Frage beantworten. Das hoffe ich auch. Bestimmt. Also ihr seht, in 0,x haben wir hier mit Liebe hingemalt. Hingemalt, nicht hingeschrieben. Wir malen ja die Buchstaben. Ihr seht hier noch so illustrative Elemente. Klassischerweise an Weihnachten malt man halt so ein paar Tannenzweige. Oder in dem Fall sind das so stilisierte, naja, ich würde fast sagen Mistelzweige. Wann immer ihr solche dekorativen Elemente malt, übrigens, natürlich könnt ihr alles mit dem Bleistift immer vorzeichnen. Ne? Also der ist wirklich euer Freund, der Bleistift. Damit ihr alles, wofür ihr euch nicht sicher fühlt, vorzeichnen könnt und danach wieder wegradieren könnt. Ansonsten bei illustrativen Elementen immer von außen nach innen arbeiten und immer erst die groben Strukturen hinmalen, in dem Fall die beiden Zweige, bevor ihr mit den Deko-Elementen anfangt. Und an die Zweige dann ganz, ganz einfach noch diese, ja, was sind es denn? Misteln? Auch nicht so wirklich, ne? Blätter? Das sind eher so fast zu Blätter, ja. Fast so Blätter. Blättchen. Das sind jetzt auch keine wirklichen Tannenzweige. Man könnte aber natürlich auch Tannenzweige hier an die Seite flankieren. Also die Projekte, die ich euch mitgebracht habe, das sind ja auch wirklich nur Inspirationen für euch, für eure eigenen Weihnachtsprojekte. Natürlich könnt ihr auch da nicht mit Liebe, sondern für dich oder ohne Liebe reinschreiben. Oder frohes Fest. Wir wollen ja weihnachtlich bleiben. Das sind ja alles nur so ein paar Anregungen für euch. Wenn ihr soweit seid, dass ihr mit Schrift- und Dekorationskram zufrieden seid, dann könnt ihr so richtig in die Vollen hauen und natürlich noch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Auf Kraftpapier eignet sich immer super. Natürlich Silber und auch Gold oder auch Weiß und hier noch so ein paar silberne Bären mit dazu malen. Oder was auf Kraftpapier auch immer sehr, sehr gut wirkt, ist Weiß. Also einfach mit einem weißen Stift. Wir haben ja zum Beispiel auch diesen weißen Woody. Der ist jetzt ein bisschen groß vielleicht für Etikette, aber generell würde sich der Woody auch super eignen, um auf Kraftpapier zu lettern oder eben auch zu illustrieren. Ah ja. Fokus ist auf dem Tisch. Wenn ihr soweit seid, vergesst nicht, dass ihr erst ein bisschen warten solltet, bevor ihr den Bleistift wieder wegradiert. Die Stifte trocknen zwar sehr, sehr schnell, aber gerade so ein Kraftpapier saugt es immer ziemlich stark auf. Deswegen würde ich ein paar Minuten warten, bevor ihr wirklich vorsichtig danach wieder eure ganzen Hilfslinien dazwischen wegradiert. Und auch wirklich vorsichtig radieren, nicht zu grob damit umgehen. Da reicht wirklich schon, wenn man das Papier so ein bisschen streichelt, dass man die Hilfslinien nicht mehr sieht und sich die Oma denkt, wow, da kann aber jemand tolle Etiketten malen. Und deswegen muss man die Etiketten noch eigentlich gar nicht abpausen.
Was schreibst du am liebsten auf deine Etiketten zu drucken? Ohne Liebe. Für dich oder frohes Fest. Also klassische Weihnachtssachen. Wobei ich auch jemand bin, der sehr gerne oft mal Englisch schreibt. Oder ho, ho, ho ist zum Beispiel auch immer schön. Ganz hoch im Kurs. Ja, das stimmt. Können wir auch mal auf eine Etikette schreiben. Also wir können ja nur noch mal um ein Beispiel, ein anderes Beispiel zu zeigen, ganz kurz, so eine weiße Etikette. Das Prinzip ist immer dasselbe. Ich würde wirklich immer anfangen, egal welches Projekt ich vor mir liegen habe, eine Etikette oder auch, oh, da sind sogar Herzchen drin. Sweet. Eine Etikette oder auch wirklich Briefe oder Karten zu bemalen. Ich würde immer damit anfangen, mit dem Bleistift mir erstmal die Bühne so ein bisschen optisch vorzustrukturieren. Aber machst du das auch wirklich noch? Also strukturierst du dir das auch wirklich vor? Nee. Ja, okay. Also ich, ja, jetzt hat sie mich erwischt, die Sabine. Ne? Ich gebe ja zu, ich bin per se ein sehr fauler Mensch und ich versuche es dann einfach immer. Und meistens funktioniert es dann auch. Die sind tatsächlich alle nicht vorgemalt. Aber bei Ho, Ho, Ho hast du auch nur zwei Buchstaben, die in eine Reihe passen. Das stimmt, da kann wenig passieren. Auch bei drei oder vier Buchstaben, da geht das noch. Aber ich sag mal, frohe Weihnachten, da tut es schon ganz gut, wenn man erstmal so ein bisschen eine optische Mitte sich hingemalt hat. Also würde ich jedem empfehlen, auch dem fortgeschrittenen Letterer vielleicht erst mal mit so einem Kreuz anzufangen. Wichtiger als ein Kreuz ist auch einfach die vertikale Mitte und die vertikale Senkrechte, um einfach zu sehen, okay, links davon und rechts davon sollte sich ungefähr die gleiche Menge an Schrift und auch Stift befinden. Und wenn man das dann wieder einmal als Hilfslinie hingemalt hat, so ein Kreuz auf eine Weihnachtskarte, ist auch schön. So, das sieht nicht mehr so schlimm aus. Dann kann man, wie gesagt, da jetzt frohes Fest oder für dich oder auch Ho, Ho, Ho ganz einfach hinschreiben. Beispiel Ho, Ho, Ho sind zwei Buchstaben. Was meinen die Techniker damit? Ah, ich habe das Auge nicht gesehen. Wenn die Technik sprechen könnte, das wäre so schön. Bei dem Beispiel Ho, 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 ihr habt zwei Buchstaben und ihr habt eine Vertikale. Das heißt, links davon ist der eine und rechts ist der andere Buchstabe. Das ist für Anfänger umso einfacher. Deswegen, auf die linke Seite kommt unser H, auf die rechte Seite kommt unser O. Und dann habt ihr mit dem Kreuz auch sichergestellt, dass es wirklich alles akkurat verteilt ist. Dasselbe könnt ihr noch zweimal drunter machen. Das heißt ja nicht Ho, sondern Ho, Ho, Ho. Ich höre die Stifte quietschen. Quietschende Stifte sind super und gar kein Problem, weil das bedeutet meistens, erstens, man hat eine glatte Oberfläche und zweitens, man drückt richtig schön auf. Ja, ja. Ist gut, ne? Aber die Leonie hat nicht die Mittellinie vorgemalt, deswegen ist es nicht zentriert. Sollte linksbündig sein. Ach so. Man muss natürlich, um Gottes Willen, da hat sie ja berecht, die Leonie aus der ersten Reihe hier vorne übrigens sitzt Leonie. Denn man muss natürlich nicht immer zentriert arbeiten. Es ist nur eine Empfehlung von mir, beziehungsweise ich mag es halt gern, dass alles immer so zentriert ist und man sieht es auch meistens zentriert. Aber ihr könnt auch sagen, ne, ich will aber für dich linksbündig an die linke Kante machen und rechts vielleicht noch einen Mistelzweig daneben. Also der Kreativität sind hier wirklich, um Gottes Willen, keine Grenzen gesetzt. Und auch hier können wir jetzt zum Beispiel noch sagen, oh, wir flankieren unser Ho, Ho, Ho auf der Unterseite vielleicht mit so einem ganz wirklich Tannenzweig. Sehr, sehr klassischen und auch genauso einfach gemalten Tannenzweigen. Schau, schick, gell? Also, wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Yay. Welcher Härtegrad eignet sich denn beim Bleistift am besten? Sehr gute Frage. Ich sehe der Zuschauer schon aufmerksam zu. Also beim Vorzeichnen eignet sich immer am besten, zumindest finde ich das, so eine HB-Härtegrad, also sowas zwischen hart und weich. HB ist ja eigentlich genau die goldene Mitte sozusagen. Beim Abhausen, was wir später aber auch mal machen, würde ich aber eher was Weiches empfehlen. Genau, 2B. So ab 2B aufwärts. Es geht ja bis zu 6B teilweise, also wirklich je weicher, desto besser, weil man dann sehr schnell sehr viel Graphit aufs Papier bringen kann. Hart ist immer nicht so gut für beide Sachen, Vorzeichnen und für Abhausen, weil hart bedeutet, dass man wirklich eine harte Mine hat und die oft auch wirklich Spuren hinterlässt auf dem Blatt Papier und das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen HB und 2B. Wenn alles trocken ist, wie gesagt, ihr habt ja zu Hause dann auch mehr Zeit als ich in dem Livestream, mehr Wartezeit. Lieber ein bisschen länger warten, bevor ihr anfangt zu radieren. Von mir aus auch eine Nacht drüber schlafen und erst dann radieren. Alles andere kann tragisch enden.
Gerade wenn ihr Oberflächen habt, Etiketten vielleicht auch habt, die ihr noch nicht kennt, noch nie belettert habt, wartet lieber eine Stunde länger, als dass ihr ein Drama habt und dann noch Tränen auf euren weihnachtlichen Geschenk anhängen. Und natürlich auch hier, wir haben ja auch einen Goldstift mit dabei im Set. Können wir auch mit einem Goldstift hier zum Beispiel noch Elemente hinzufügen. Und so weiter und so fort. Ich raschle jetzt hier schon ein bisschen mit dem Papier. Aber wir könnten nochmal die weißen Etiketten auf eine dunkle Unterlage legen, damit wir die einfach nur ein bisschen kontrastreicher sehen. Die ist ja super spannend. Ich glaube, dahin. Nee, da sind wir noch. Ja. Also ihr seht ja auch wirklich nur eine ganz kleine Auswahl an Etiketten, die euch als Inspiration dienen sollen. Ihr findet in einem Guide und auch im Internet und überall ja ganz viele Inspirationen zu Weihnachten. Es gibt weihnachtliche Elemente, es gibt Tannenbäume, Tannenzweige, solche Zweige, Mistelzweige, auch einfach nur solche Perlen, sehr stilisierte, einfache Perlenketten. Oder auch der schöne Tannenbaum da, ne? Der Tannenbaum ja eben, also das ist wirklich super, super easy. Das schafft wirklich jedes Kind und das ist eine handgemachte Etikette, die billiger und schöner ist, als wenn man sie von der Stange irgendwo kauft. Außerdem haben wir ja viele Geschenke, die wir an Weihnachten so verschenken. Deswegen brauchen wir auch viele unterschiedliche Etiketten. Natürlich. Und da haben wir schon mal 1, 2, 3, 4, 5. Richtig? Ja, 5. 5 verschiedene Möglichkeiten für Geschenketiketten. Gut. Ich würde sagen, machen wir mal mit der zweiten Schwierigkeitsstufe weiter. Jetzt sind wir ja alle voll eingegroovt und aufgewärmt mit den Etiketten, mit den Druckbuchstabenalphabeten und können uns mal ein bisschen was Schwierigeres wagen. Und würde jetzt mal ganz gerne mit euch gemeinsam... Ah, eine letzte Etikette haben wir noch, stimmt, weil ich sie gerade sehe. Ja, eine haben wir noch, aber die machen wir wieder auf weiß. Genau, so. Diese Etikette haben wir noch für euch. Diese Etikette ist ein Beispiel dafür, dass natürlich auch vielleicht eher für die Fortgeschrittenen mit sogenannter Faux Calligraphy arbeiten könnt auf Etiketten. Also falscher Kalligraphie. Die Grundlage hierfür ist die sogenannte Schreibschrift. Bin ich im Licht? So ist besser, gell? Und wenn man dann die ganzen Abwärtsstriche noch künstlich verdickt, hat man die sogenannte falsche Kalligraphie. Und auch sowas kann man natürlich auf Geschenketiketten lettern. In dem Fall habe ich jetzt auch mit dem Silberling, mit dem silbernen Original-Buntstift aus dem Weihnachtsset von Stabilo auf eine schwarze Etikette gelettert. Und es dann noch mit schwarzen Schatten verziert und dekoriert. Ist auch eine ganz schöne Idee. Einen tollen Effekt, ne? Ja. Das ist immer ganz cool, wenn man denkt, irgendwas wäre schwarz. Auch das Geschenkpapier ist es nicht wirklich. Erst, wenn man mit einem schwarzen Stift auf schwarz malt. Und diesen Effekt kann man sich zu Nutzen machen im Lettering und nämlich noch sogenannte Schatteneffekte hinzufügen. Immer an einer Seite der Schriftart, also nie an verschiedenen Seiten. Hier habe ich immer an der linken Seite der Verdickung des Schwarzen hinzugefügt und dann kriegt man einen ganz tollen räumlichen Effekt. Schwarz auf schwarz. Wer hätte es gedacht? So, nun aber genug mit den Etiketten. Jetzt sind wir alle mega aufgewärmt. Jetzt kommen, beziehungsweise kommt die Karte. Karten gibt es natürlich auch zuhauf und vielerlei und überall. Ich habe mir jetzt für euch mal ein Exemplar ausgedacht. Genau hier ist die Vorlage, die wir jetzt gleich mal abpausen. Hier ist das Original. Ich habe mir eine Variante für euch ausgedacht, die auf jeden Fall auch anfängertauglich ist. Anfängertauglich ist. Eine Variante, die auch auf Handlettering basiert, auf Schreibschrift basiert. Ihr seht hier eine Kombination aus sogenannter Faux-Kalligraphie, das, was ich gerade auch auf der Etikette gezeigt hatte, kombiniert mit Serifenschrift, das erkennt ihr an diesen kleinen Füßchen überall bei Weihnacht, und dann noch die sogenannte Blockschrift da unten. Also wirklich einen schönen Dreiklang an verschiedenen Schriftstilen, anders als gerade die ganz einfache Druckschrift. Wie gesagt, wir erhöhen ja auch im Laufe des Abends so ein bisschen die Schwierigkeitsstufen der Projekte. Sehr schnell, aber wir erhöhen ja. Ihr könnt ja den Livestream übrigens auch im Replay den ganzen Abend, die ganze Nacht bis Weihnachten noch anschauen, stimmt's? Ja. Also ihr könnt dann wirklich auch immer pausieren, nachdem das hier einmal live war und alles nochmal in Ruhe anschauen. Das ist unser Ziel. Generell, bevor ich euch zeige, wie ihr das aus dem Freebie, wie gesagt, kostenlos könnt ihr das hier runterladen, abpausen könnt, noch ein Hinweis dazu, wenn ihr sowas selber machen wollt. Wenn ihr an so eine Weihnachtskarte selber rangehen wollt, auch dann empfehle ich euch Bleistift und die Karte. Mhm.
Es ist immer mit Weiß auf Weiß nicht so gescheit, gell? Ja. Gibst mir mal das Graue. Okay. Da. Mhm. Schauen wir mal. Ne? Schau mal, das ist doch schon richtig. So. Jawohl. So, da haben wir die weiße Karte. Also es ist, beziehungsweise, es ist mal eine schöne Sache, finde ich, wenn man mit Schriftarten innerhalb einer Form arbeitet. Und Weihnachten eignet sich einfach perfekt dazu. Wir haben so viele Formen, wir haben Weihnachtskugeln, wir haben Weihnachtsbäume, wir haben ganz einfache Sterne, Glocken aber auch. Wir haben, wie heißen die, wo man so Süßigkeiten reinfüllt? Strümpfe, Socken, Weihnachtssocken? Ja. Nee. Weihnachtsstrumpf? Wie heißt Weihnachtsstrumpf. Das? Weihnachtsstrumpf? Nikolausstrumpf? Ja, ich glaube eher sowas. Ja. Nikolausstiefel, glaube ich, wollte sie sagen. Nikolausstiefel. Also auf jeden Fall ganz, ganz viele weihnachtliche Formen, die man als Grundform nutzen kann, um in die Form hinein Letterings zu packen. Und in dem Fall habe ich mir eben wirklich so eine klassische Christbaumkugel ausgesucht. Und wenn ihr euch dran trauen wollt und ihr nicht einfach nur abpausen wollt, was wirklich jeder kann, auch garantiert noch eine Stunde vor Heiligabend, könnt ihr die abpausen. Bis dahin könnt ihr euch ja auch selbst dran versuchen. Und dann empfehle ich euch auch wieder hier mit dem Bleistift auf so einer Karte erst wie immer euer Fadenkreuz aufzumalen. Also auf jeden Fall die vertikale Mitte und da ungefähr die horizontale Mitte, wo ihr das Objekt sitzen haben möchtet. Das heißt, das wäre jetzt hier. Die Kugel ist ja nicht genau in der Mitte. Die Kugel ist ja so ein bisschen im unteren Drittel der Karte. Dann für eine Kugel und eine runde Form natürlich eignet sich dafür immer ein Zirkel oder eine Tasse oder ein Glas oder irgendwas, was ihr benutzen könnt, wenn ihr gerade was zur Verfügung habt, womit ihr so einen runden Kreis malen könnt. Vielleicht auch eine Flasche. Ansonsten improvisiert ihr. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, einen perfekten geometrischen Kreis zu haben. Einige versuchen sich hier mit so einer Flasche bei uns am Tisch. Ich mach's mal freihand. Ich trau mich mal. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass man mit Picasso irgendwie den perfekten Kreis zieht. Es geht hier darum, dass man so einen ungefähren Kreisform hinbekommt. Und mit dem Bleistift kann man sich ja auch annähern an das Ganze. Ich habe ja auch eher so ein Ei. Aber irgendwann nähert man sich der eigentlichen runden Form dann schon an. Und das, wie gesagt, als Vorzeichnung reicht das auch vollkommen aus. Da muss es noch nicht perfekt sein. Da geht es nur darum, überhaupt so ein bisschen was als Orientierung zu haben, als Rahmen zu haben. Sämtliche Deko-Elemente füge ich persönlich immer erst am Ende hinzu. Mir geht es wirklich erstmal darum, den Rahmen zu schaffen für das Lettering. Ihr seht auch hier, ich habe jetzt verschiedene Schriften kombiniert in dieser Kugelform und habe aber auch noch hier, wenn ich es mal hier noch einzeichne, quasi nochmal diese Dreidimensionalität der Kugel optisch mit dem Lettering hervorgehoben. Seht ihr das da drüben? Mhm. Ja, ne? Natürlich könnt ihr es auch ganz einfach platt schreiben und gleich groß. Aber natürlich eine Kugel eignet sich auch immer dazu, dass man hier noch so ein bisschen mit der dreidimensionalen Form spielt. Das heißt, die Kugel ist ja in der Mitte immer ein bisschen dicker als oben und unten. Und das, was in der Mitte ist, tritt ja optisch auch stärker hervor. Deswegen kann man sich ja auch noch so eine dreidimensionale Hilfslinie ziehen. Und dann innerhalb dieses Rasters wirklich arbeiten und anfangen, die Buchstaben zu arrangieren. Und ja, hier hat auch tatsächlich Frau Hölle mit dem Bleistift erstmal vorgearbeitet und vorgezeichnet. Weil was ganz oft passiert, und auch das habe ich bestimmt 10-mal ausprobiert, bis ich wirklich alles bis zum E reinbekommen habe, dass man halt so vor sich hin malt, in den Buchstaben malt und dann heißt es halt fröhlich. Yeah. Also fängst du auch immer von vorne an? Weil manchmal gibt es ja auch diese Technik, dass man mit dem F und mit dem E dann in dem Fall anfangen würde und die Buchstaben dann dazwischen macht. Das ist eine interessante Technik, die ich aber bei Schreibschrift nicht empfehlen würde. Okay. Also ich glaube, was du meinst, geht gut bei so einer Druckschrift. Mhm. Auch bei dem Weihnacht, da könnte man durchaus anfangen, sogar mit dem N in der Mitte, weil das N auch wirklich genau der mittlere Buchstabe ist von Weihnacht. Das habe ich im Vorfeld auch schon mathematisch herausgefunden, weil ich es auch tatsächlich genauso gemacht habe. Und dann eben noch die 4 Buchstaben auf der rechten Seite drumherum gemalt. Ihr seht es hier mal so stilisiert und sehr schnell. Ja. Da passt es gerade so hin. Mhm. Und dann eben von der Mitte nach links außen noch die 4 Buchstaben auf der linken Seite mit hingemacht. Also das H, dann haben wir jetzt auch das I und das E und das W. Ne? Mhm.
Also du siehst, bei Druckbuchstaben kannst du das machen. Mache ich tatsächlich auch, weil da kann man mathematisch das sehr schön konstruieren. Bei so einer Schreibschrift wie da oben, das funktioniert aber nicht, weil du siehst, da sind die Buchstaben in sich verwoben, verschnörkelt, miteinander, die umarmen sich quasi alle und da kannst du nicht beim H anfangen und dann rückwärts irgendwie das O und das Ö, das geht nicht. Da musst du dich von links nach rechts vortasten und dann halt hoffen, dass es reinpasst. Dass du ein gutes Augengefühl hast, Augenmaß hast. Und das ist natürlich jetzt für mich easy, weil ich habe es ja schon mal vorgemacht. Aber glaubt mir, wenn ich euch sage, dass ich dafür 10 Anläufe gebraucht habe, mit dem Bleistift natürlich erstmal. Papier ist ja da wirklich sehr geduldig. Genau, danke. Da fehlen mir die Worte. Und dann kann man sich da auch wirklich erstmal annähern. Bei Faux-Kalligraphie, was wir jetzt hier sehen, immer zuerst mal mit Schreibschrift arbeiten. Also nicht gleich bei dem F anfangen, die Verdiegungen hinzuzufügen. Eins nach dem anderen. Die Grundlage von Faux-Kalligraphie ist immer erstmal normale Schreibschrift. Und wenn da alles passt, ihr seht, haben wir es reinbekommen, dann kann man wirklich mit Verdickung anfangen. Und ich würde die Verdickung bei den Linien aber auch erst mit dem Stift hinzufügen. Also nicht mit dem Bleistift jetzt schon wirklich alles perfekt malen. Vergesst nicht, der Bleistift ist nur euer Hilfsinstrument. Mit dem Bleistift müsst ihr und sollt ihr nichts perfekt malen oder lettern. Damit malt ihr euch den Kasten vor, die Struktur und so ein bisschen die Hilfsstellungen und Hilfslinien, aber damit müsst ihr noch nicht Faux-Kalligraphie malen. Und du hast ja jetzt quasi auch das L und das H aus der Kugel rausgemalt. Ja, richtig. Genau. Oh, ja. Auch ein schönes Designelement, finde ich zumindest, auch Geschmackssache, aber ich mache das ganz gerne, dass ich auch bei Etiketten zum Beispiel einfach mal drüber hinaus mal, also wirklich frohes Fest oder ho, 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 hier drüben anfangen und dann hier einfach ganz groß mal und auf der anderen Seite auch wieder abschneide. So, ne, mal als Beispiel. Weil ich einfach das auch eine sehr schöne Möglichkeit finde, ich lege die mal dahin, die Etikette, um mit Schrift und auch dem Projekt oder dem Material zu spielen und das zu integrieren. Und auch bei der Kugel habe ich es absichtlich so gemacht, dass ich das L und das H größer gemalt habe. Und am Ende, jetzt radiere ich es weg, am Ende male ich die mit meinem, in dem Fall, es ist der Stabilo Point Max, den ich benutzt habe. Der ist ein bisschen dicker als der Sensor, also wirklich so ein Filzstift. Male ich das aber nur bis hier oben nach und kappe hier wirklich die Kante ab. Weil dann kriegt man auch wirklich so eine optische Rundung hin, das sieht man hier ganz schön, weil die Buchstaben im wahrsten Sinne des Wortes ja abgeschnitten sind an der Oberkante. Aber es ist einfacher beim Vorzeichnen, dass man es gleich mitmacht, bevor man es einfach weglässt. Dafür hat man auch den Bleistift, dass man nicht sagen muss, ah, da geht das L bis dahin und dann geht es da wieder runter. Man sagen kann, das ist mein L und danach, dann die ist halt einfach weg, gell? Wichtig ist dann nur beim Nachmalen die Gehirnzellen anzuschmeißen. Dass man nicht. Ja. Alles schon passiert, ist alles schon passiert. Und dann nimmt man eine neue Karte und macht es halt nochmal. Es ist ja auch kein großes Investment, so eine Karte. Und die Oma freut sich auch drüber, wenn es nicht perfekt ist. Also das ist eine Herangehensweise, wie ihr wirklich händisch so eine Karte konstruieren könnt mit verschiedenen Schriftarten innerhalb einer Form. Die Lösung, wenn es schnell gehen muss, zeige ich euch trotzdem auch nochmal. Also die Abhaus-Variante, weil ihr super einfach auch mit dem Set, was ihr habt, die Vorlagen aus dem Internet, die ich euch zur Verfügung gestellt habe, abpausen könnt. Ja, dann schaut es perfekt aus, aber dann ist der Charme halt so ein bisschen auch verloren gegangen, weil es halt nicht mehr so unperfekt ist. Und das Schöne an Lettering ist halt eigentlich das Unperfekte, dass man auch mal Fehler macht. Was ihr tun müsst, wenn ihr sagt, oh Gott, es ist Mitternacht, 24.12. und gleich ist Bescherung, ich habe keine Zeit mehr, der Frau Hölle ihre klugen Tipps anzuhören, ich brauche eine Karte. Nehmt euch die Freebie-Vorlage, schneidet sie euch zurecht mit einer Schere. Jetzt kommt die Live-Thematik. Kriege ich mal bitte die Schere auf den Tisch? Ihr könnt auch reißen, aber ich würde euch doch empfehlen, Dankeschön, Schere zu nehmen. So ist ein bisschen groß, ne? Deswegen schneidet euch eigentlich immer so ein bisschen das, was ihr abhausen wollt, zurecht. Schwuppdiwupp. Schon gebe ich die Schere auch hier mal weiter an die erste Reihe, dann könnt ihr auch mal mitschnibbeln. Das brauchen wir nicht. So habt ihr einfach wirklich das Element, was ihr abhausen wollt, viel praktischer und handlicher. Und nicht dieses riesen Oschi-Teil in DIN A4. Jetzt könnt ihr überlegen, ja, hier vielleicht eher so oder eher so. Wollt ihr es vielleicht auf eine Karte auch in der horizontalen legen oder pausen? Geht ja ganz genauso. Es gibt ja auch Klappkarten, die sind so rum. Wenn ihr euch entschieden habt, kommt folgender wichtiger Schritt zum Abhausen so einer Vorlage.
Ihr dreht das Ganze um, nehmt euren Bleistift. Wie gesagt, wir haben jetzt HB. Am besten wäre hier ein weicherer Bleistift. Und dann schraffiert ihr einfach die gesamte Rückseite einmal ein. Das ist wirklich, da kann man nebenbei Fernsehen schauen. Easy peasy. Das ist easy peasy. So, und wenn sie nicht gestorben ist, dann schraffiert sie morgen noch. Also wichtig ist, spart hier wirklich nicht mit dem Graphit. Die Rückseite muss wirklich schön graffitiert sein, schraffiert sein, mit Graphit eingerieben sein. So. Sonst funktioniert dieser ganze Effekt nicht. Ihr könnt natürlich auch alternativ Kohlepapier hernehmen. Habe ich früher auch gemacht als Kind. Kohlepapier kann man im Internet bestellen, im Bastelladen kaufen. Manchmal auch in den Büroabteilungen kaufen, ist ja klassischerweise für Schreibmaschinen gedacht, um Durchschläge zu erzeugen. Aber so kann man das sich eben sparen und ganz einfach selber abhausen. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr präpariert für den Abhausprozess. Und der schaut so aus. Ihr nehmt euer Projekt, eure Unterlage und das, was ihr abgepaust habt, aber wieder so rum. Positioniert es so, wie ihr es gerne hättet. Wir können jetzt ja auch mal einfach hier als Variante das Ganze so machen. Vorwiegend. Ja, gell? Das ist Improvisation. Und dann beginnt so ein bisschen die Pflicht, bevor die Kür kommt. Ihr müsst jetzt mit dem Bleistift alles, zumindest an Outlines, also an Rahmen, nochmal abmalen. Nicht zu wenig aufdrücken, also wirklich schon mit Druck arbeiten und einfach hier das ganze Wort Fröhliche nochmal nachmalen. Wir haben jetzt noch eine Frage von der Annalena, wie man den Buchstaben R in dem Fröhliche nennt. Aber ich denke einfach, das ist ein stilisiertes R hier, oder? Ja, also wahrscheinlich fragt sich, wie man diesen Buchstaben nennt, weil es ja nicht das klassische Schreibschrift R ist. Mhm. Das klassische Schreibschrift R, das kennen wir ja alle, das ist ja eher so. Mhm. Ne? Jetzt habe ich es wahrscheinlich auch schon abgepaust. Ja. Ja, kann man ja wegradieren zum Glück. Aber das ist wirklich so das altdeutsche, altkalligraphische R. Das hat man sich einfach ausgesucht, also die ganzen Letterer von der ganzen Welt eigentlich, die haben entschieden, dass man in der Schreibschrift, im Lettering, eher mit diesem R arbeitet, weil es einfach eine schönere, rundere Form hat und man es zum Beispiel auch viel schöner verschnörkeln kann da unten als das, ich sag mal, das Schul-R. Ja. Ihr könnt, wenn ihr es zur Hand habt, auch diese Vorlage festkleben mit Masking Tape. Würde ich euch aber eher Masking Tape als Tesa empfehlen, weil Masking Tape immer widerstandslos zu entfernen ist, auch vom Papier. Und Tesa manchmal ein bisschen die Struktur vom Papier einfach zerstört. Genau. Gerade bei Papier kann es vorkommen, dass dann so ein bisschen die Oberfläche angeraut wird. Aber Masking Tape draufkleben, fixieren, da müsst ihr es nicht immer so halten wie ich jetzt, aber das geht auch. Also so könnt ihr, wie gesagt, das ganze Lettering einfach mal auf eure Unterlage bringen und abpausen. Und ihr seht es dann schon, ich mache es jetzt nicht ganz, nur dass ihr den Prozess einmal gesehen und verstanden habt. Ihr habt dann wirklich eins zu eins das, was ich hier auf dem Papier habe, auf eurer Projektkarte. Ihr könnt natürlich hier auch Geschenkpapier nehmen. Alles, was wir heute machen, für und mit euch, könnt ihr auch auf anderen Materialien machen. Ihr könnt auch das zum Beispiel auf eine Kugel drauf pausen. Geht auch übrigens, man kann auch Vorlagen auf Kugeln abpausen, aber es ist ein bisschen fortgeschritten. So, wenn ich dann also alles abgepaust habe, dann gehe ich am Ende her, wenn mir alles taugt, mit dem Bleistift und male die ganze Chose noch nach. In dem Fall bei dem Stabilo Point Max, der ist wie gesagt ein bisschen dicker als der Sensor. Ganz, ganz robuster Stift mit einer Nylonspitze. Nicht so dünn, sondern schön mitteldick, würde ich mal sagen. Und dann kann man hier wirklich in aller Ruhe das, was man vorgemalt hat, nochmal nachmalen. Hast du noch einen Trick, wie du deine Hand immer so ruhig hältst? Oder ist das quasi nur Übung? Viel Kaffee trinken. Nee, also Kaffee ist tatsächlich auch was, wo man selbst entscheiden und einfach merken muss, ob es einem beim Lettering gut tut oder schlecht tut. Mhm. Bei mir ist es ziemlich wurscht, bei mir ist eher so eine Tagesformsache. Aber generell ist ja auch ja wirklich Übung das, was am Ende des Tages ausschlaggebend ist. Je mehr man gewohnt ist, die Hand ruhig zu halten und gerade bei Lettering braucht man eben wirklich eine ruhige, eine entspannte Hand,
desto einfacher geht es einem von der Hand im Laufe der Zeit. Aber das Schöne ist ja auch, wenn man hier mit so einem mitteldicken Filzstift arbeitet, man sieht nicht jeden Ruckler und Wackler. Natürlich, je feiner man arbeitet bei diesem Feinliner, da muss man sich schon mehr konzentrieren, um gerade Striche zustande zu bringen, als mit so einem dickeren Filzstift. Mhm. Deswegen ist auch der wirklich mein sowieso absoluter Lieblingsstift für Handlettering, weil der verzeiht viel, der ist robust, den kann man auch wirklich auf Kraftpapier verwenden durch die Nylonspitze. Und er verläuft auch nicht, ne? Also er verläuft nicht genau, gerade auf dem Papier auch eine super Kombi, aber auch auf anderem Papier verläuft er nicht. Der Point Max ist wirklich mein absoluter Handlettering-Liebling. Ja. Schön. Ja. Muss man so sagen. Deswegen habe ich ihn auch ins Set mit reingebotet. Ja. Mein Liebling. Und dann könnt ihr dann am allerletzten Schluss noch die Verdickungen hinzufügen. Und Verdickungen, ihr kennt ja vielleicht die Regeln von falscher Kalligrafie, immer bei den sogenannten Abwärtsstrichen hinzufügen. Also dann, wenn ihr mit dem Stift von oben nach unten abwärts schreibt, dann bekommt ihr diesen falschen Kalligrafie-Effekt. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Gerade bei der Kugel, die wir jetzt eben haben, ob man bei der Schrift gerade bleibt oder ob man jetzt zum Beispiel bei dem L kippt nach links. Hier. Welches L meinst du? L, hier bei dem Fröhliche. Welche Kamera haben wir jetzt? Die hier? Da kann ich es zeigen. Dieses L meint sie ja wahrscheinlich. Ja. Unterschiedlich und auch Geschmackssache. Also ihr seht hier, hier habe ich ja wirklich auch so ein bisschen die Form der Kugel adaptiert und so ein bisschen getanzt und geschwungen. Ich würde mal sagen, je fröhlicher ihr die Schrift gestalten wollt, desto fröhlicher könnt ihr auch die Buchstaben tanzen lassen. Mhm. Also das ist einfach eine Geschmackssache. Da gibt es auch keine Regel, ob ihr das L jetzt schräger stellt oder gerader stellt. Das ist einfach eine reine Geschmackssache. Gut. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Ja. Also ganz oft gilt beim Lettering wirklich, dass es keine Regeln gilt. Oder gilt, dass es keine Regel gibt, so rum. Weil es darum geht, da einfach wirklich Spaß zu haben und für sich selbst einfach eine Lösung zu finden und was mit der Hand auf Papier zu bringen. Ich bekomme ja noch einen neuen Zettel. Die Fragen werden hier analog an uns herangetragen. Ja. Das ist ja quasi die Kunst, ja, analog und digital zu verknüpfen. Ja. Wir sind halt Pros. kann man mit dem weißen Stift auf schwarzes Papier abpausen. Ich glaube, sie meint jetzt den Woody. Den Woody. Aha. Ihr könnt einfach auch. Wir machen das mal hier. Wir sind ja live, deswegen beantworten wir auch live solche Fragen, was ihr nämlich machen könnt. Und ich hoffe, das funktioniert auch, aber ich habe es schon getestet zumindest. Ihr könnt genauso auf schwarzes Papier. Ich habe jetzt hier so einen schwarzen, ein bisschen verunstalteten Umschlag. Wir haben hier noch einen neuen. Der schaut ja hier noch viel schlimmer aus. So, der ist schön perfekt. So, genau. Hände sind sauber. Also hier haben wir jetzt den weißen. Ja, aber warte mal, weil ich habe nämlich schon die Erfahrung gemacht, ihr könnt auch mit Bleistift und hier dieser Schraffiermethode auf schwarz abpausen. Ja, wir können das einmal ausprobieren. Aber es würde wahrscheinlich auch mit weiß gehen, wobei ich jetzt nicht den weißen Woody zum Abpausen nehmen würde, weil der Woody ja kein komplett wegradierbarer Stift ist. Der basiert ja tatsächlich auf Wachspartikeln. Ja. Das macht ihn ja wiederum auch so sexy für andere Projekte. Für deine Gummistiefel zum Beispiel. Genau, oder? Weihnachtliche Gummistiefel. Oder für andere Weihnachtsprojekte, die wir noch haben später. Aber ich würde jetzt keinen Wachsstift zum Abhausen verwenden. Deswegen ist Graphit in so einem Bleistift einfach wirklich ideal zum Abhausen, weil man ihn 100% wieder wegradieren kann. Jetzt pass auf. Ja, ihr seht es wahrscheinlich nicht in der Kamera, aber man selbst, wenn man davor sitzt, sieht sehr gut im Licht die Vorzeichnung. Ja, ihr seht, dass ihr nichts seht. Ja. Da müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass man als Letterling, der davor sitzt mit der Nase am Papier, ganz gut sehen kann, dass die Vorzeichnung ist. Sabrina wird mir hoffentlich recht geben. Ja, ne? Es ist so. Also man sieht genug, um es hier auch wirklich abpassen zu können. Und dann kann ich sowas auf schwarz natürlich aber zum Beispiel auch hier mit dem silbernen abpausen oder nachmalen. Ihr seht, es ist dann wirklich ein wunderschöner Kontrast. Das ist auch vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass alles, was wir euch heute ja zeigen in dem Livestream, wirklich nur Inspirationen sind zum selber machen und auch selber variieren und adaptieren. Also ihr könnt all diese Vorlagen
natürlich auch wirklich auf andere Projekte abhause, mit anderen Stiften und so weiter und so fort. Und dann seht ihr, habt ihr am Ende des Tages, oh, das ist ein schöner Kontrast, eine Weihnachtskarte mit Silber auf Schwarz, obwohl die hier in der Vorlage so aussah. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also das R hat es den Leuten ja angetan da draußen, freut uns sehr. wir versuchen es nochmal für Elke zu erklären, weil sie meint, es fehlt zu viel bei dem R. Es fehlt. Also es fehlt zu viel und anscheinend zu viel Schnörkel da unten. Aber ich würde halt einfach mal sagen, das ist so kreative Freiheit, ne? Ja, ich würde sagen, kreative Freiheit oder Geschmackssache. Ja. Also generell sind Schnörkel natürlich eine absolute Geschmackssache. Ob man da jetzt mit Schnörkeln oder sogenannten Schnörkeln arbeitet oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Ob und wie viele Schnörkel man einsetzt, ist eine persönliche Entscheidung. Mir gefallen Schnörkel sehr gut. Ich habe jetzt hier bewusst auch nur den einen verwendet, um so ein bisschen hier unten den Kontrast zu schaffen. Wer sagt, das kann er nicht lesen, das gefällt ihm nicht, mein Gott, er verzichtet halt einfach darauf. Also ich glaube, das ist ja so die Brücke von dem R nach unten, ne? Also genau. Die ist halt sehr steil in dem Fall, aber das ist sie ist vorhanden, ne? Genau, ja. Das ist das klassische, wie gesagt, altdeutsche R, was wir bei Hintertüring eben ganz oft schreiben. Mhm. Anders als das normale Grundschulschreibschrift-R, was eben einfach nicht so gut passt. Man könnte jetzt bei dem R auch noch hier oben eine Schlaufe mit dazu machen. Sieht man auch ganz häufig. Wie gesagt, oder auf den Schnörkel verzichten und eben einfach ein F schreiben und ein R und von dem R ins O oder ins Ö überleiten und so weiter und so fort. Also wem es nicht taugt, der ist auch wirklich herzlich dazu eingeladen und aufgerufen, einfach aus meiner Vorlage heraus eigene Anpassungen vorzunehmen. Kann ich sogar nur dazu animieren, nicht einfach nur irgendwas abzupausen, sondern wirklich auch selbst noch zu variieren. Es sind ja auch nur Inspirationshilfen und wie jeder den eigenen Buchstaben dann zeichnet. Ist absolut überlassen. Genau. Ihr könnt auch zum Beispiel Weihnachten mit Silber schreiben und den Rest in Schwarz halten. Also ihr habt da so viele Möglichkeiten. Ihr könnt das Ganze invertieren. Ihr könnt es also quasi Silber ausmalen, vielleicht den Hintergrund und die Buchstaben weiß ausradieren und so weiter und so fort. Das sind unendliche Möglichkeiten. Also da ist, glaube ich... Oder auch in die Fokaligraphie noch Punkte reinmachen, ja, in einer anderen richtig. Farben. Ne? Also auch da das unten. Ist alles... Das vielleicht noch mit Silber ausmalen. Hier hat man hier noch ein bisschen den Farbkontrast. Mir fallen allein schon 10.000, na gut, vielleicht 10 Varianten auf Anhieb ein, wie man hier wirklich noch so ein bisschen eigenen Drive mit reinbringen kann. Super. Die Vorlagen dienen ja auch wirklich nur dazu, wenn man wirklich noch Anfänger ist und keine Ahnung hat, wie man anfangen soll, überhaupt einen Anfang zu finden und nicht irgendwie zu denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich krieg das nicht hin, ich kaufe mir doch eine Karte. Dann lieber erstmal abpausen, aber vielleicht das eher ein bisschen anders machen und Spaß dabei haben. Sehr schön. Wichtigstes. Schönes Projekt. Spaß ist das Allerwichtigste. So, das war die Karte. Wie gesagt, einmal in der Variante, ich mach's selber, was wie gesagt auch geht. Oder die easy peasy Variante, ich pause ab, wo auch immer wir es gemacht haben, weil ich nicht mehr damals irgendwo abgepaust, ne? Hier, genau. Hier. Ja. Abpausen. Deluxe. Abpausen für Profis von den Vorlagen, von den Freebie-Vorlagen. Was echt einfach ist, wenn man es weiß, ne? Ja. Also wenn man so ein paar Tricks im Petto hat, dann kann man sich die Sache schon leichter machen. Ja, ist Weihnachten gar nicht mehr so schwer. Ja. Und ich kann euch wirklich nur sagen, dass mit dem Abpausen funktioniert, mit dieser Schraffiermethode, auf sämtlichen Materialien, auf sämtlichen Farben, wie gesagt, auch auf Christbaumkugeln, sogar auf Tassen, auf Porzellan, Keramik, Holz, alles. Ich habe schon so viel abgepaust. Weil es ist eben sehr schwierig, auf so einer Kugel zum Beispiel erstmal vorzumalen und dann wieder wegzuradieren, ungefähr so 20 Mal. Sieht man dann halt doch schon irgendwann auch den wegradierten Stift. Lieber auf Papier 20 Mal perfektionieren, bis es einem zumindest persönlich gefällt und dann das Ganze abpausen. Es funktioniert auf jedem Material. Nur auf Glas ist, glaube ich, schwierig. Das ist zu glatt, aber sonst. Schön. Dann sind wir, glaube ich, jetzt, wenn keine Fragen mehr sind, auch hier von unserem Mitmachpublikum natürlich, mit der Karte durch und können, trauen uns, sich nicht. Können uns dem Geschenkpapier widmen. Ich glaube auch, oder? Ja. Geschenkpapier, jawohl. Ja. Dann kommt der Woody nämlich, mein geliebter Woody. Und ein Geschenkpapier. Ja. Wir können mal mit Schwarz anfangen. Ich räume mal das Feld. Die Karte kommt auch noch weg. So. Hier mein Deko-Auto möchte ich aber bitte auch noch haben.
wir haben ja Weihnachten hier. Da fährt das Auto rein. So, Thema Geschenkpapier. Es gibt sehr, sehr viel Geschenkpapier am Markt. Ich persönlich bin ein großer Freund von schwarzen, weißen und braunen oder auch Kraftpapier-Geschenkpapier, was generell so meine Farben für Weihnachten sind, die sich auch super eignen, um sie selbst zu beschriften oder zu bemalen. Ich hätte mir jetzt gar nicht gedacht, dass das so deine Farben sind. Nee? Ich dachte eher pink und lila. Manchmal. Nee. Ja, Sabrina kennt mich ja nun auch schon einige Jahre fast. Ja, also ich bin ein großer Freund auch gerade vom schwarzen Geschenkpapier und schwarz ist eben eine super Grundlage, um mit weißen Stiften darauf zu arbeiten, zu lettern oder eben auch zu illustrieren. Und bevor wir jetzt anfangen, auf dem schwarzen Papier zu lettern, würde ich sogar doch mal mit dem braunen Papier starten. Gibst du mir noch mal das braune Papier? Na, logisch. Weil da habe ich eine Variante für euch. Eine Variante für euch. Vielleicht ist es einfacher, wenn ihr sprecht. Trauen sich nicht, ne? Wildes Gefuchtel hinter der Kamera. Also, hallo, Ruhe hier vorne. Die erste Reihe, ne? Die erste Reihe. Also, ich habe eine Variante für euch vorbereitet, die nichts mit Lettering zu tun hat, aber genauso einfach ist wie Lettering. Und meine Lieblingsstifte für Geschenkpapier generell, jetzt suche ich sie alle mal zusammen. Und das sind nämlich all die Farben, die in meinem weihnachtlichen Kreativset von Stabilo enthalten sind. Sind diese schwarz-weiß, vielleicht eher so rum, schwarz-weiß und Gold und Silber, genau. Den Woody gibt es in wie vielen Farben insgesamt? Tja. Ich glaube, 12. Das könnte Stabilo mal schnell recherchieren. Also ich glaube mindestens 12 verschiedene Farben. Ich glaube 12 habe ich schon zu Hause. Viele, viele von euch, vor allem von euch Müttern da draußen im Internet. 18 sind es. 18 sogar. 18. Mhm. Kennen den Woody sicherlich. Ja, da lernen die Stabilo-Leute auch noch was dazu hier. Also der wunderbare Woody in 18 Farben, 4 Beute da. Viele Mütter kennen ihn wahrscheinlich, weil es der Nonplusultra-Kinderstift ist, weil er überall, so zumindest das Qualitätssiegel von Stabilo, abwaschbar ist. Ich habe, wie gesagt, mit dem Stift, mit dem weißen Stift im Sommer schon auf Gummistiefel gelettert. Ich habe es absichtlich nicht abgewaschen, weil es so schön ist. Es ist immer noch auf meinem Gummistiefel. Das anscheinend hat es auch nicht geregnet. Es hat, sonst wäre es nicht mehr da. Ja, er hält erstaunlich gut auf dem Gummi. Ich habe noch nicht dran gerubbelt, vielleicht auch deswegen. Man muss natürlich schon ein bisschen rubbeln. Ja. Aber jetzt haben wir ja Winter. Ihr könnt bestimmt auch Schlitten damit belettern. Fällt mir gerade so ein. Rutschschlitten vielleicht auch. Oder eben Geschenkpapier. Darum geht es mir. Oder Moonboots. Ja, Sabrina, auch Moonboots. Wir machen heute Geschenkpapier. Also das Schöne an den Woodies ist erstens, die sind von glatten Flächen abwischbar. Also wir reden hier nicht vom Papier, da ist es nicht abwischbar. Deswegen arbeiten wir hier auch, sonst wäre es ein bisschen doof, wenn man die Geschenkpapiere abwischen könnte. Aber von allen anderen Flächen sind sie eben nicht abwischbar, aber bilden eine wunderbare Wachsschicht. An sich ist nämlich so die Grundlage vom Woody ja schon ein Wachsmalstift, ne? Ja. Ich würde sagen, so eine Mischung für mich als Consumer zwischen Wachsmalstift und Buntstift. Mhm. So eine gute Mischung. Und schön im Handling. Es gibt übrigens auch Spitzer extra für den Woody, da werde ich oft gefragt. Also man kann die auch wieder anspitzen, wenn sie einmal ganz unten sind, mit den Woody-Spitzern. Und man kann halt echt easy mit ihnen tolle Sachen machen. Jetzt habe ich genug erzählt, jetzt fange ich mal an zu machen. Ist ja immer viel spannender. Ich schnappe mir jetzt zuerst mal den weißen Woody. Und ein braunes Geschenkpapier, Kraftpapier. Das Tolle an braunem Geschenkpapier ist, ihr könnt einfach Packpapier verwenden und kaufen. Also handelsübliches Packpapier für Pakete, sagt der Name schon. Taugt ganz genauso als Kraftpapier, Geschenkpapier. Und dann darauf Mistelzweige malen. Also auch hier Mistelzweig ist nur eine Idee. Ihr könnt natürlich auch Tannenzweige malen oder Ilex, kleine Ilex, wie sagt man, Ästchen. Mhm. Oder Bäumchen oder Autos mit Bäumchen, was ihr möchtet. Aber in meinem Beispiel, das ich ja schon vorbereitet habe, habe ich wirklich einfach mit dem Woody und da muss man jetzt auch nicht viel nachdenken, kleine Blätter auf das Geschenkpapier gemalt. Ihr spürt dann auch wirklich diese Wachsschicht, die sich da ergibt.
Und das finde ich das Schöne, das ist auch immer, es ist ja das Schöne, wenn man analog Geschenke kreiert und auch verziert, dass es so was Haptisches hat und eben nicht so was Gekauftes, Aalglattes, Beschichtetes ist. Es ist wirklich was Haptisches und man kann hier mit Mistelzweigen arbeiten. Was ich immer empfehlen würde, überlegt euch davor, was ihr einpackt. Wenn wir jetzt zum Beispiel, was packt man denn ein vielleicht? Ja, was haben wir hier eingepackt? Ja, hier haben wir, glaube ich, ein Buch. Genau. Ja. Da haben wir so ein normales Buch eingepackt. Genau, das ist quasi das, was ich schon vorbereitet habe. Überlegt euch immer im Vorfeld, was ihr einpacken wollt. Weil dann wisst ihr auch, welche Größe des Geschenkpapiers ihr blättern oder illustrieren müsst. Weil Schmarren ist natürlich, wenn ihr 3 Stunden lang von der Ecke bis zu der Ecke alles belettert und bemalt und am Ende habt ihr nur so eine kleine Karte irgendwie verpackt. Deswegen schaut euch immer zuvor an, okay, das ist die Oberseite, natürlich die Kanten will ich mitnehmen. Da ist es immer ganz schön, wenn das Ganze noch bis nach hinten geht, aber ihr seht da hinten, erstens ist es schlecht verpackt, ja, das kann Freude nämlich nicht. Und zweitens hört ihr das Ganze dann auf. Also die Illustration, die läuft einfach aus, weil man sieht es eben nicht mehr. Aber auch hier siehst du wieder, dass ich das Ganze randabfallend angelegt habe. Das ist einfach schön, wenn man es wirklich so umschlägt. Und es um den Rand hinum geht. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, das Geschenkpapier vorher so zuzuschneiden, dass es fürs Geschenk passt, ne? Also macht es wahrscheinlich einfacher, die ganze Geschichte. Es macht es einfacher. Aber das macht man eigentlich generell, wenn man Geschenke verpackt, oder? Also ich verpacke Geschenke so, dass ich mir vorher was von der großen Rolle abschneide. Ja, das mache ich auch. Aber dann muss ich noch ganz viel an der Seite abschneiden. Ja, wenn ich dann letztendlich bist du auch noch kein Profi. Vielleicht sollten wir beide mal einen Workshop für Geschenkpapier-Wrapping besuchen. Ja, wir sind für Tipps dankbar. Ihr könnt es gern posten. Ja. Ja, Mai, also das ist ja ein bisschen Trial and Error, ne? Ja. Generell, ihr seht, ich male da wirklich solche Mistelzweige ganz, ganz wild übers Papier. Bei sowas ist wichtig, nicht allzu viel nachzudenken. Ich überlege mir nur immer, da unten ist dann ungefähr die Kante von meinem Geschenkpapier. Will ich das eher so zentriert nach oben haben? Oder will ich es eher so von der linken Seite nach unten gehen lassen? Auch hier, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich hier auch noch ein Lettering mit ergänzen und mit reinsetzen. Aber hier seid ihr wirklich vogelwild und vogelfrei. Ich habe noch eine Frage aus dem Publikum. Gibt es spezielle Lettering-Tipps für Linkshänder von der Ann-Christine? Also ich glaube, gerade bei dem Projekt, da haben wir keine Probleme. Warte, lass mich überlegen. Nee. Also gerade bei diesem Projekt mit diesen Stiften, nee. Aber auch bei allem anderen, was wir bisher gemacht haben. Wir arbeiten ja hier wirklich bei Stabilo mit Filzstiften, Buntstiften und eben solchen Wachsmal- oder Kreidestiften fast schon, die nicht verwischbar sind. Also wir arbeiten ja nicht mit Tusche oder mit Wasserfarbe, wo es dann ein bisschen schwieriger wäre, wenn man Linkshänder ist, weil man dann oft mit der Hand drüber wischt, sondern das trocknet alles sofort. Mhm. Außer man macht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, beschichtetes Papier oder sowas. Aber nee, Linkshänder dürften da, und die Frage hat man vorhin ja auch schon hier vor dem Livestream in der Gruppe, kein Problem haben. Absolut kein Problem. Oder, Leonie? Nein. Ja, hat uns die Linkshänderin aus dem Publikum bestätigt. Sehr gut. Aus der ersten Reihe. Ja, die vorhin geraschelt hat. Genau. Die Leonie. So. Wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Magst du noch was zum Schwarzen kurz sagen? Genau, und dann machen wir noch die Kugel. Die Kugel, ganz kommt noch das Projekt. Guck mal, ich gebe dir mal das schon mal. Also das war, wie gesagt, so Geschenkpapier für Anfänger und zum Warmwerden. Wer sich da mit dem Mistelzweig schon mal so ein bisschen ausgetobt hat oder eben, wie gesagt, macht da irgendwie einen Tannenbaumzweig drauf. Aber es ist so schön einfach, mit den Voodoos auf Geschenkpapier zu illustrieren und zu lettern. Der kann sich dran machen, auf Geschenkpapier zu lettern. Zu schreiben, genau, schön zu malen. Und gerade auch der weiße Stift, mit dem wir gerade gearbeitet haben, aber auch der goldene und der silberne, die haben einen super Effekt auf schwarzem Geschenkpapier. Und auch hier, natürlich müsst ihr nicht wie ich, das gerne macht, freihand zeichnen und hoffen, dass es schon irgendwie gut gehen wird, was es bei mir häufig auch tut, aber halt nicht immer. Ihr dürft euch auch hier mit dem Bleistift wieder was vorzeichnen. Gibst du mir kurz mal das Anschauungsexemplar rüber, Sabrina? Selbstverständlich. Mhm. Ihr seht also, das ist hier das Projekt, von dem ich spreche. Hier habe ich also für dich auf ein Geschenk draufgeschrieben. Auch hier wieder wichtig, erstmal zu wissen, was will ich verpacken. Es ist klein, es ist groß, damit ich auch so vielleicht den ungefähren Rahmen habe. Ich kann mir auch, um es besser konstruieren zu können, erstmal den Rahmen ziehen. Also wirklich auf mein Geschenkpapier mit dem Bleistift. Das sieht man nämlich sehr gut. Ja, ich auch hier, seht ihr sogar, dass ich euch nicht anlüge.
könnt ihr euch erstmal den Rahmen ziehen, damit ihr wisst, in welchen Bemaßungen ihr dann wirklich lettern könnt. Und auch dann könnt ihr mit dem Bleistift wieder anfangen, erstmal grob. Ihr seht ähnlich das Prinzip wie bei der Karte vorhin. Ich male hier auch bewusst über die Kanten hinaus. Ich muss ja bedenken, ich habe bei dem Geschenk auch wirklich diese dreidimensionale Form. Das heißt, es geht hier ja noch weiter. Mhm. Und ich will nicht, dass es abrupt hier auf der oberen Kante endet. Das heißt, du malst raus und malst auch so nach? Genau. Ne? In dem Fall ja, richtig. Ja, in dem Fall Gute ja. Frage. Ja. In dem Fall höre ich nicht da oben auf, wie bei der Christbaumkugel, sondern hier male ich wirklich noch um die ganzen Kanten rum. Ihr seht es. Auch hinten wieder schlecht verpackt. Aber ihr seht, da ist wirklich bis hinten raus geschnörkelt, damit das alles randabfallend ist. Ja, und dann selbes Prinzip mit dem Bleistift erstmal, wie gesagt, vorarbeiten und vorlettern. Jetzt kommt wieder die Dame, die das R nicht gefällt. Da macht sie halt ein anderes R. Also da ist man eben wirklich nur im Lettering dazu hergegangen, dass man gesagt hat, man macht das R eben immer so. Mhm. Ihr seht jetzt schon das Für. Und auch hier kann ich Schnörkel einbauen oder kann die Schlaufen dann noch entsprechend größer ziehen. Wichtig ist, wie gesagt, finde ich zumindest, aber auch das ist persönliches Empfinden, dass ihr randabfallend arbeitet. Macht es übrigens beim Verpacken dann auch leichter, wenn man nicht ganz genauso darauf achten muss, das exakt auf den Millimeter zu verpacken, wenn ich jetzt das Lettering exakt auf der Fläche anordnen würde, sondern ich kann so ein bisschen drum hinausgehen, drüber hinaus das auch mal umkleben und trotzdem kann man es noch lesen. Mhm. Sehr schön. Und jetzt kommt das Tolle, wenn ich mit dem Woody das Ganze nachmal, dann seht ihr auch diesen Effekt, dass der wirklich einen ganz, ganz geilen Kontrast auf Schwarz hat. Oh ja, auf dem Beamer sieht man es noch viel besser. Wichtig, wenn ihr mit dem Woody auf Papier arbeitet, ich glaube auf andere Materialien, doch auf dem Gummistiefel war es auch wichtig, mit Druck arbeiten. Also ihr könnt natürlich mit dem Woody auch so ein bisschen schraffieren. Ist aber nicht so geil. Soundeffekt gehört dazu. Nein, also ohne Spaß. Der Woody funktioniert am geilsten und wirkt am geilsten, wenn ihr wirklich Zunder drauf knallt. Das ist ja deswegen auch ein Kinderstift, weil man das machen darf. Kinder machen ja auch nicht Kinder machen Und deswegen ist das Schöne als Erwachsener, mit dem Woody darf man auch machen. Und erst wenn ihr wirklich mit gewissem Druck mit dem Woody arbeitet, dann habt ihr wirklich einen geilen Kontrast. Weil dann gibt der Woody seine Tinte, hätte ich fast schon gesagt, aber es ist ja eher seine Pigmente. Diese Wachspigmente gibt er dann wirklich ab. Und was ihr auch noch merken werdet, wenn ihr da mit dem Woody wirklich doll aufdrückt und auch so öfter über eine Stelle drüber fahrt, das seht ihr jetzt, wenn ich es hier drüben mal anfange und den ursprünglichen Strich einfach verdicke. Wird es wachsartig. Es wird tatsächlich, und das finde ich so geil an dem, das wird tatsächlich wachsartig. Ihr merkt dann auch beim Malen, wie gesagt, ihr müsst hier wirklich mit Druck arbeiten. Dann bekommt ihr mit gewissem Druck und je öfter ihr drüber fahrt, eine fast schon geschlossene Wachsoberfläche. Also wenn ich hier drüber lang, dann merke ich richtig, wie sich das schon fast wachsartig auf der Oberfläche abgesetzt hat. Und das finde ich persönlich erstens einen geilen Effekt, optisch, aber auch haptisch. Gefällt mir an dem Woody echt mega. Also der macht total Spaß, so mit voll Schmackes da so zu arbeiten. Also ich finde den Woody echt... I love the Woody, yes. Und wie gesagt, wenn der dann... Also es dauert sehr lange, bis der Woody erstmal runter ist von der Spitze. Vergesst nie, der ist für Kinderhände gemacht und die kennen nicht wenig Druck. Die kennen halt nur volle Kanne drauf. Deswegen ist das auch ein ganz toller Kinderstift. Klaut den einfach mal euren Kindern in der Weihnachtszeit. Vielleicht nicht unbedingt den pinken. Aber schwarz, weiß, Gold und Silber und gerade Gold, Silber ist einfach ein Traum. Der Kontrast ist einfach Wahnsinn. Ist geil, ne? Ja, echt schön. Also auch hier live, aber auch natürlich hier auf der Kamera noch mal viel stärker. Letzter Tipp von mir, also natürlich, da kommt noch für dich hinzu oder auch, ihr könnt es natürlich auch in Druckbuchstaben schreiben. Ich habe hier jetzt alles verschnörkselt. Mhm. Letzter Tipp von mir, wenn ihr dann die Buchstaben fertig gelettert habt, schaut euch nochmal an, wo sind so ein paar optische Lücken. Und jetzt haben wir hier natürlich alles randabfallen. Das wird dann quasi umgeklappt ums Geschenk hier oben an der Kante. Die haben wir hier noch eingezeichnet mit dem Bleistift. Hier wäre so eine kleine optische Lücke.
Um solche Lücken wieder oben zu schließen, könnt ihr einfach Schnörkel erfinden und noch künstlich mit einbauen. Das heißt, ihr baut hier einfach so einen Schnörkel ein, der halt da oben dann im Nichts im Nirvana endet. Ist total wurscht, weil das sieht ja der Beschenkte dann erst, wenn er es auspackt. Oder umdreht. Oder umdreht. Also das ist total wurscht, das kommt ja erstmal auf den ersten Eindruck an, wenn man die Geschenke auspackt, ne? Und ihr seht, dann haben wir hier oben einfach so einen Schnörkel noch hinzugefügt. Vielleicht kommt hier unten auch noch so ein Schnörkel mit rein. Also ich will damit nur sagen, wenn ihr das Wichtigste, nämlich den Text, aufs Geschenkpapier gebracht habt und auch mit dem Woody eben mit so schön viel Druck nachgemalt habt, dann schaut euch an, wo sind optische Lücken und dann könnt ihr das Ganze nämlich wirklich verpacken. Und wenn ich es dann verpacke, jetzt mache ich das mal, jetzt tue ich mal so, als würde ich mein Geschenk verpacken, schaut es nämlich am Ende so aus. Ja, dann sieht man es gut. Und dann sieht man nämlich ganz gut, dass wirklich alle Lücken geschlossen sind und das eher so wie ein Kunstwerk wirkt. Kunstwerk wirkt, ja. Mhm. Das klingt komisch, ist aber so. Kunstwerk wirkt. Als wirklich Schrift. Mhm. Und ich bin da wirklich ein Fan davon. Könnte ich jetzt noch stundenlang machen? Könnt ihr daheim ja auch noch stundenlang machen. Die ganze Nacht könnt ihr jetzt mit dem Woody eure Geschenkpapiere belettern. Oder eben auch illustrieren oder auch, was ihr möchtet, damit Sterne drauf machen. Also auch alles geht. Ihr könnt natürlich auch einfach nur ein paar Sterne auf euer Geschenkpapier drauf machen. Alles ist schöner als gekaufte Geschenkpapiere, sagt Frau Hölle immer. Da schenkt ihr nämlich noch viel mehr mit als das Geschenk, wenn das Papier schon so schön ausschaut. Ja. Und dann noch ein Etikett dran und dann ist ja... Auch ein Etikett dran, Karte dazu und dann ist Weihnachten schon gelaufen. Ja, also dann ist es egal, was drin ist. Sinne gelaufen. Eben, dann ist wurscht, was drin ist. Ja. Genau so ist es, Sabrina. Haben wir noch Fragen? Aktuell nicht. Hier sind alle schon vom Stuhl gefallen. So anstrengend. Jetzt kommen wir ja erst zum richtig anstrengenden Teil. Ihr wisst ja noch gar nicht, was wir jetzt noch mit euch vorhaben. Ja, jetzt haben wir hier alles easy peasy gemacht. Also ich hoffe, ihr gebt mir alle noch recht, dass das ziemlich easy war, was wir bisher gemacht haben mit den Projekten. Ich übergebe mal das wieder an die Sabrina, denn jetzt, meine Damen und Herren, an den Bildschirmen zu Hause und auch hier im Studio, kommt die Mütze. Ja, sehr schön. Hatte ich euch schon erzählt, dass man mit dem Woody auch Baumermütze? Nein. Jetzt kommt genau meine wunderschöne Mütze. Mhm. Aber noch viel wichtiger, das Auto und dann natürlich noch die Kugel. Genau. Also als allerletztes Projekt für heute Abend und im Livestream haben wir uns für euch die Christbaumkugel überlegt. Ihr habt ja mittlerweile sicherlich auch schon des Öfteren beletterte, illustrierte, selbst verzierte Christbaumkugeln im Internet gesehen. Das machen ja mittlerweile wirklich viele Menschen und ich finde es auch immer noch eine schöne Sache, weil es so einfach geht und so viel Effekt erzeugt. Eine Christbaumkugel ein bisschen kleiner kann man auch übrigens wunderbar als Geschenkanhänger nutzen, habe ich auch schon gemacht. Also einfach auf eine Christbaumkugel für dich draufschreiben. Auch hier nochmal nur die Idee und Inspiration für euch. Ihr könnt die Vorlage für dich abpausen auf die Christbaumkugel und habt dann quasi eine alternativen Geschenkanhänger als Kugel. Habe ich alles schon gemacht. Also ich glaube, wenn man jetzt anfangen will, den ganzen Baum mit Christbaumkugeln zu schmücken, ja, dann muss man halt heute jetzt Nacht anfangen. Ja, dann hat man noch 25 Tage Zeit, aber sich man schafft es melden. Ja. Und dann schafft man es noch. Ja. Ja, also der ganze Baum ist vielleicht ein bisschen optimistisch. Aber so für einzelne Geschenke, genau. Und Geschenk ist es toll. Ja. Ja. Oder wie gesagt, als Geschenkanhänger oder als alternative Karte auch. Das haben wir uns nämlich für euch überlegt. Wo haben wir denn die finale Christbaumkugel eigentlich? Wo wollt ihr denn hier so? Ach, guck mal, ich habe sie gefunden. Also, damit ihr auch mal hier wieder seht, wo der Weg hingeht, den ich mit euch heute Abend noch gehen will. Das ist die Christbaumkugel, von der ich spreche. Wir haben uns hier für eine weiße, ich glaube, das ist Kunststoff, ne? Mhm. Weiße Kunststoff-Christbaumkugel entschieden, die es auch im Shop gibt, ja. Tatsächlich im Stabilo-Stifte-Online-Shop gibt. Man glaubt es kaum extra für Weihnachten. Also exakt diese Kugeln hier, die sind auch ganz geil unkaputtbar und haben eine schöne Größe. Aus Kunststoff gibt es bei Stabilo zu kaufen. Und perfekt dafür geeignet ist der, wo haben wir ihn? Der Write for All, und das sagt der Name auch schon, der writet wirklich for all, der schreibt wirklich für alles und vor allem auf alles, unter anderem eben auch ganz, ganz toll und permanent auf so Plastik- und Kunststoffoberflächen.
Wenn ihr den einmal draufgelettert habt, dann ist der, sagt ja der Name schon, wirklich for all, forever und nicht mehr wegwischbar. Das ist ein bisschen blade. Aber auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, mit dem Bleistift zu arbeiten. Also auch auf Plastik und Kunststoff könnt ihr mit Bleistift vorlettern, vorlayouten, vorskizzieren und danach wieder wegradieren. Geht also alles. Genau das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr auf Kugeln lettern möchtet, gerade auf Weißen. Was ich euch auch empfehlen kann, wenn ihr das Projekt angehen möchtet, es ist dann wirklich schon so ein bisschen fortgeschritten, aber absolut machbar, deswegen die phänomenale Mütze hier. Es ist natürlich schwierig, so zu arbeiten, weil ihr seht, das Prinzip ist halt ein bisschen doof, gell? Die Kugel macht, was sie halt will. Rund. Es ist halt nun mal eine runde Christbaumkugel. Das kann man nicht ändern, außer man macht sie kaputt und platt. Deswegen empfehle ich euch unbedingt eine schwarze Wollmütze. Nein. Also, Spaß beiseite, ihr könnt eine Mütze, ihr könnt einen Schal, ihr könnt auch einen Pullover nehmen. Irgendwas, was Weiches ist, wo ihr das drauf betten könnt. Weil dann, ihr seht's, dann kann man hier am Tisch ruckeln und es passiert einfach nichts. Bettet euch die Kugel also wirklich ganz bequem. Auch vielleicht mit dem Gesicht, das ihr belettern wollt, frontal zu euch. Ich sitze ja jetzt hier mit der Kamera. Ja, in der ersten Reihe wird schon der Poncho genommen. Ne? Sehr gut. Alles, was ich schon alles genommen habe, ich habe auch schon hier mein Hoodie dann hochgezogen. Und das ist ja alles eine Frage der Improvisation. Ja. Ne? Hauptsache, die Kugel hält. Ja, jetzt machen sich hier alle Mädels nackig. Die könnt ihr leider nicht sehen. Sehr schön. Ja, und dann? Deswegen haben wir uns das bis zum Schluss aufgehoben. Und dann geht es auch schon los. Wenn ihr dann alle nackt seid, dann könnt ihr losblättern. Also, wie gesagt, ihr habt den Bleistift, ihr könnt mit dem Bleistift wieder denselben Effekt wie vorher machen. Ihr könnt wieder erstmal vorsichtig auf der runden Kugel eure Grundlinie so ein bisschen anordnen, anlayouten. Anders als ich es bisher immer gemacht habe, arbeite ich jetzt aber hier nicht in einem geraden Raster, sondern ein bisschen schräg gestellt. Das heißt, ich ziehe mir hier auch bewusst schräge Hilfslinien. Ja, die ist vielleicht ein bisschen zu schräg, aber zu schräg gibt es nicht. Ich wollte gerade sagen, da machen wir das halt ein bisschen schräger. Das ist schon okay. Ich habe noch eine Frage, gerade noch zum Geschenkpapier. Ob der Bleistift beim Wegradieren bzw. der Woody dann nicht verschmiert? Ich glaube, das ist ja ganz einfach beantwortbar. Man muss den Bleistift nicht wegradieren, wenn man mit dem Woody drüber geht. Richtig. Also im Optimalfall malt man ja schon 80% der Bleistiftlinie mit dem Woody nach. Genau. Das heißt, dann gibt es keinen Grund, den wegzuradieren, weil das Wachs auch viel dicker ist und viel... Und man sieht es einfach nicht mehr. Ja, genau. Also das Wachs überdeckt auf jeden Fall den Bleistift. Ansonsten kann man vorsichtig auch noch drumherum radieren. Mhm. Über den Woody würde ich jetzt nicht radieren. Ja, dann radiert man natürlich den Woody auch weg und Wachspigmente, aber... Wie gesagt, drumherum kann man radieren. Ja, drumherum kann man vorsichtig radieren, aber ist eigentlich kein Bedarf da. So, gut. Soweit so gut, soweit sind wir vorbereitet. Und dann kann natürlich, also ich mache jetzt das direkt mit dem Permanentmarker, ihr zu Hause und auch hier im Studio, schön, das klingt immer so, im Studio, könnt natürlich erstmal alles mit dem Bleistift vormalen. Also alles, was ihr jetzt hier seht an der Kugel, könnt ihr mit dem Bleistift erst einmal vormalen, bevor ihr es dann mit dem Permanentmerker für immer verewigt. Aber wir sind ja hier alle schon Pros, ne? Ja, die erste Reihe vor allem. So, jetzt ist da noch so eine Sache. Ich habe ja vorhin gesagt, ihr könnt den Stift halten, wie ihr wollt. Gilt eigentlich theoretisch auch bei so einer Kugel. Praktisch werdet ihr merken, das ist ein bisschen schwer. Deswegen habe ich mir hier so ein bisschen so eine Krall- und Griffhaltung angewöhnt, um so eine Kugel zu belettern, weil es halt einfach eine runde Angelegenheit ist. Das heißt, probiert da einfach mal ein bisschen rum, mit den Fingern, mit der Hand, mit dem Handballen auch, damit ihr wirklich auf diese Oberfläche von der Kugel kommt. Und dann hilft alles reden nichts, da muss man halt einfach mal durch und ausprobieren und den ersten Strich setzen und dann einfach mal loslettern. Ganz wichtig ist bei so einer Kugel auch, noch viel mehr als bei Papier, alles in Ruhe zu machen. Seht ihr es ja, ne? Mhm. Alles wirklich in Ruhe zu machen und ohne Hektik. Weil so eine Kugel ist halt auch ein bisschen teurer als so Papier, ne? Und wie gesagt, ist halt auch eine runde Angelegenheit. Was schreiben wir eigentlich? Frohes Fest, ne? Mhm. Froh. Frohes Fest, habe ich geschrieben, ja. So. Aber habt deswegen keine Angst anzufangen.
Ihr seht auch, ich mache das wirklich Strich für Strich und Form für Form. Und gerate hier auch nicht in Hektik. Ah, wo ist festgemacht? Ich wollte vor Weihnachten schreiben. Und auch hier ist der Charme wirklich, dass es eben nicht perfekt sein muss, aber danach eine handgemachte und handgelitterte Christbaumkugel ist. Ihr seht hier meinen Lettering-Prozess bei Frohes Fest. Ich fange immer erst mit dem ersten, natürlich von oben nach unten, mit dem ersten Wort oben an. Spare mir aber zum Beispiel diesen riesigen, großen F-Strich bis zum Schluss auf. Den kann ich nämlich jetzt am Ende noch hinzufügen und dann sehe ich nämlich auch, wo ich optisch wirklich hier noch so ein bisschen was wieder gut machen muss. Und kann diesen Strich dann da oben einfach noch ergänzen. Auch hier... Bei dir schaut es ja einfach immer leicht aus, ne? Es ist auch so. Ja. Ich habe es ja auch jetzt schon mal gemacht. Also auch bei der Kugel habe ich natürlich erstmal überlegt, wie mache ich es. Und ich habe bei der Kugel tatsächlich auch diesen Schriftzug erst, das hatte ich ja vorhin schon empfohlen, auf Papier gelettert. Mich ausprobiert, wie ich auch das Ganze kombinieren kann, eben mit diesen Strichen und den Schnörkeln. Und dann abgepaust. Ich habe das tatsächlich auf die Kugel abgepaust. Es geht ganz genauso. Ihr müsst es dann natürlich auf der Kugel schon fixieren. Also dann würde ich es nicht mehr mit der Hand halten, das Papier. Ich habe dann, wie gesagt, mit Masking Tape es einfach festgepinnt, abgemalt. Geht ganz genauso. Also ihr, das ist auch vielleicht wirklich so der Tipp für alle Anfänger. Ihr müsst hier nicht freie Hand da irgendwie raufpausen oder raufmalen. Ihr könnt es raufpausen, so, aber müsst nicht freie Hand draufmalen, genau. Dann haben wir Frohes Fest noch, ne? Fest. Ja, immer noch fest. Ja, ja, das ist, die Frau Hölle hat so ein bisschen Erinnerungsproblematik. Seht ihr das noch? Ja. Bei Livestreams ist ja auch alles ein bisschen zeitverzögert. Vielleicht kommen jetzt dann noch Fragen, wenn wir schon fertig sind. Und ihr seht ja bei der Vorlage, ich habe hier die beiden F so ein bisschen integriert, genau, und miteinander hier so verschrubbelt und verschlungen. Auch das ist natürlich eine Geschmackssache, müsst ihr nicht machen. Könnt ihr machen. Was ihr auf jeden Fall auch noch machen könnt, ist im Anschluss alle Abwärtslinien wieder zu verstärken und zu verdicken. Stichwort falsche Kalligrafie, das geht immer und ist immer ein sehr, sehr schöner Effekt. Auch gerade bei solchen Kugeln. Ja, ne? Ja. Hier ist, sieht man es besser. Ist einfach ein Eyecatcher, wenn es dann am Weihnachtsbaum hängt. Ja, auf jeden Fall, wenn man es an Weihnachtsbaum hängen will. Also man kann das, wie gesagt, auch, finde ich, einfach verschenken und jedes Geschenk mit so einer Kugel auch nochmal aufwerten. Was ansonsten an illustrativen Elementen immer ganz gut passt zu Weihnachten, sind natürlich so Glitzerpünktchen. Das passt auch gut zu der Kugel an sich. Als auch so Sternelemente oder vielleicht eher so Glanzelemente in dem Fall, ne? Dann hat man da wirklich schon auf jeden Fall einen Eyecatcher, entweder am Baum oder eben am Geschenk. Lasst es auch hier wieder wirklich gut trocknen. Es ist zwar ein Permanentmarker, aber wir arbeiten hier auf einer anderen Oberfläche als Papier. Deswegen lieber Vorsicht und Geduld walten lassen, bevor ihr am Ende eure ganzen Hilfslinien vorsichtig auf der Kugel wieder wegradiert. Aber ihr seht, wenn es dann wirklich einmal trocken ist, dann kann man da auch drüber radieren über den Ride for All. Ohne dass da irgendwas verschmiert. Also das genau. Habe ich ja alles vorher getestet, damit ich das hier auch guten Gewissens zeigen und demonstrieren kann. Das ist also alles unkaputtbar, sobald der Weitvorname getrocknet ist. Genau. Ja, und dann hier oben noch eine schöne Schleife mit dran machen und fertig ist entweder die Kugel für einen Baum oder eben die Kugel als Geschenkanhänger. Oder welchen Christbaumschmuck hast du denn an deinem Baum? Noch gar keinen. Weiß, schwarz, gold und Silber. Natürlich. Nichts anderes. Wobei dieses Jahr vielleicht auch mal so ein bisschen rosa-beige. Ah. Ja, ich bin ja auch mal offen für neue Farben. Beige.
Und rosa. Und grau. Grau ist auch immer schön. Der Silber. Sehr schön. Aber ja, schwarz-weiß geht immer. Schwarz-weiß, klassisch, skandinavisch ist immer schön. Einfach immer schön. So, ich glaube, das war unser letztes Projekt quasi, ne? Ja. Ja. Die Zeit vergeht immer hier so schnell, wenn man verschiedene Projekte macht. Das glaubt man immer gar nicht. Ja, viel zu schnell. Und alles, was wir uns vorher ausgedacht haben, ist dann so schnell vorbei. Wahnsinn. Ja, schade eigentlich, gell? Ja. Sehr schön. Schäbers. Schäbers, ja? Ja. Ich muss da noch zu sagen. Also 25 Tage bis Weihnachten habt ihr noch Zeit. Ja. Ja, ich sehe schon, also hier sind alle schon, die hören mir auch schon gar nicht mehr zu, alle sind noch fleißig am Blättern hier. Es ist alle bemalen noch die Weihnachtskugeln hier, genau. Aber auch ganz, ganz toll. Genau. Das ist ja auch der schöne Effekt von Lettering. Man hat nicht nur ein schönes Ergebnis für Familie, Freunde und Co. an Weihnachten, man hat auch für sich selbst einfach eine schöne, beruhigende, entschleunigende und eine Erfahrung. Schöne Erfahrung, ja. Genau. Eben, das ist richtig. Das Schöne an Lettering. Man hat sowohl ein schönes Ergebnis als auch einen wunderschönen Prozess dahinter. Und dann noch ein bisschen Glühwein, ein bisschen Kekse. Und der Abend ist geritzt. Und die kommenden Adventswochenenden, am Wochenende ist auch erster Advent, sind geritzt, würde ich mal sagen. Ja. Sehr schön. Ich habe noch einen Hinweis für euch. Und zwar haben wir einen Gutscheincode, Geschenk15. Mit dem Gutscheincode habt ihr auf alle Produkte aus dem Onlineshop 15%. Natürlich auch auf die kreativen Grüße von der Tanja. Oh ja. Ich glaube, wir halten die mal am besten noch ins Bild. Ja, super. Also mit ganz viel goldenen Konfetti. Genau, eignet sich vielleicht auch als schönes Weihnachtsgeschenk. Oh ja. Sind ja auch deine ganzen Vorlagen mit drin und glaube ich auch zwei Weihnachtskarten. Ja, auf jeden Fall. Genau. Mindestens zwei Weihnachtskarten. Und das Einzige, wo für die 15% nicht gelten, ist quasi auf Tanjas Spezialset, das wir jetzt, wenn wir dann nicht mehr live sind, gleich im Onlineshop freischalten. Alle scharren schon mit den Hufen. Ja, wahrscheinlich warten sie noch schon alle. Noch sind wir ja live. Ja. Hört endlich auf, sag ich. Ja, genau. Labert nicht so viel. Gleich ist es soweit. Gleich werden wir offline gehen. Genau. Und Glühwein trinken. Und dann könnt ihr bestellen. Dann könnt ihr loslegen und losbestellen. Und alles, was wir hier gemacht haben, wie gesagt, der Livestream ist auf jeden Fall auf Facebook, auch auf YouTube. Auch auf YouTube. Auch auf YouTube verfügbar. Ja. Für alle Non-Facebooker, also ihr habt auch die Möglichkeit, auf YouTube ohne Account, ohne Login das Ganze nochmal anzuschauen. Ab morgen. Wir können noch eine Nacht verschnaufen. Genau. Und ab morgen dann loslegen. Ansonsten auf Facebook, wie gesagt. Die Guides findet ihr alle verlinkt, sowohl meinen Christmas Guide als auch die Freebies oben. Sagt man immer YouTube so oben oder unten in der Infobox und oben im Beschreibungstext bei Facebook. Ja, ne? Ja. Ansonsten. Bedanken wir uns bei unserem Mitmachpublikum, die immer noch fleißig mitmachen. Die sind alle voll vertieft in ihrem Projekt. Wahnsinn. Wir bedanken uns bei euch da draußen. Ich bedanke mich natürlich bei dir. Danke für die Einladung. Toll war's, wie immer. Gerne. Schön. Schön. Ja. Ja. Eine wunderschöne Vorweihnachtszeit noch. Tschüss.